Mein Name ist Lars Frederik Berg, ich bin Cluster Manager im Leistungszentrum für viele Regionen Mobilitätssysteme in Karlsruhe. Seit 2016 forscht und entwickelt die vier Forschungseinrichtungen in Karlsruhe gemeinsam an Mobilitätslösungen der Zukunft. Karlsruhe Institut für Technologie, Fraunhofer Institute, das FZI und die Hochschule sind hier gemeinsam unterwegs in verschiedenen Themenbereiche rund um die Mobilität. Gegliedert haben wir unsere Entwicklungs- bzw. Forschungsaktivitäten in drei Bereiche. In erster Linie ist es das Thema Verkehr und Gesellschaft. Hier geht es darum, wie sehen die zukünftige Mobilität der Zukunft aus, in den Städten, aber auch außerhalb der Städte. Bleiben wir bodengebunden? Wie sieht es aus mit dem Thema Intermodalität aus? Oder gehen wir auch tatsächlich in die Luft? Das zweite Thema, was wir uns stark angenommen haben, ist das Thema der Digitalisierung. Und hier geht es natürlich auch insbesondere um das Thema autonomes Fahren, Entwicklung von Sensorsystemen, KI, neuronale Netze, alles, was dazugehört. Natürlich für die Straße und vielleicht auch zukünftig für die Luft. Das dritte Standbein ist das Thema Fahrzeug und Umwelt. Und hier geht es tatsächlich auch viel um die Technik, die Fahrzeugtechnik, Hardware, natürlich auch die zugehörige Software. Ein Beispiel der Hardware haben wir hier auf die Hannover Messe mitgebracht dieses Mal. Ein Teilergebnis aus unserer Kernphase der Profilregion, wo wir einen Leichtbau-Energiespeicher entwickelt haben, für tatsächlich eine Elektromobilitätslösung der Zukunft, beispielsweise für eine Urban Air Mobility Anwendung, wo natürlich die Batteriesysteme sehr, sehr leicht sein müssen, aber natürlich auch entsprechend die hohen Entladeströme thermisch gut verkraften müssen. Und das ist genau das, was wir hier auch in diesem Demonstrator auch zeigen, wie man beispielsweise klassische Lithium-Ionen-Batterien auch sehr effizient entwärmen können, indem wir sie über die elektrischen Anschlussstellen nicht nur elektrisch anzapfen, sondern tatsächlich auch kühlen. Das ermöglicht uns eine sehr gute Entwärmung direkt im Inneren der Zelle hinzubekommen. Und das ist ein Beispiel von den ganz vielen Forschungsergebnissen, die wir in Zusammenarbeit erarbeitet haben. Nicht nur in Zusammenarbeit unter diesen vier Forschungseinrichtungen, sondern natürlich auch mit unseren Industriepartnern. Und deswegen ist es auch uns ein wichtiges Vergnügen, dieses Jahr mal wieder auf der Hannover Messe und auf dem Messestand The Land dabei zu sein, um genau in den Dialog zu kommen mit Gleichgesinnten und vor allem unsere Kunden, unsere Industriepartner. Und wir möchten E-Mobil-BW und natürlich Baden-Württemberg International ein ganz herzliches Dankeschön dafür sagen, dass wir hier seitens unser Leistungszentrum Profilregion Mobilitätssysteme dabei sein können.